Ja, ich bin jetzt extra nach München gekommen, von Regensburg, um einen neuen Haarschnitt auszuprobieren vom Alex im Temple of Hair. Und ich glaube, mir zu überraschen, was da draus wird. Das Projekt, was wir jetzt starten werden, klingt halt wie folgt, dass wir fürs nächste Jahr schon mal einen Look kreieren, der dann halt in den meisten Zeitschriften zu sehen sein wird. Und da geht es dann halt darum, wieder eine Natürlichkeit reinzubekommen. Das war eine, das was ich vorhabe, ist eine Selbstverständlichkeit im Haarschnitt, eine Natürlichkeit und dass er nicht aussieht wie gekünstelt. Die Farbe wird genauso kreiert, das heißt, ich gehe von diesem stärkeren blondierten Blond weg und gebe ihm ein natürlicheres Blond, ein Blond, das aussieht, als wäre er von der Sonne geküsst worden. Kennt jeder von uns, will jeder eigentlich haben. Und ich werde es heute so umsetzen. Und zwar mit einer Mikrobalayage. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. 2015, dank euch. Im Januar 2015 haben wir mit unserem Blog Monaco Deluxe gestartet und haben ab und zu nebenbei ein paar Videos hier auf YouTube hochgeladen. Und schon im Sommer, Juni, Juli,